Herzlich willkommen bei Mr. Twister. Jetzt machen wir einen Superhelden. Das ist eigentlich das Grundmodell. Und wenn man die Farben hier ein bisschen verändert, kann man eigentlich so ziemlich jeden Superhelden machen, den man möchte. So, wir fangen an mit den Füßen. Wir nehmen dazu einen roten Ballon und blasen den auf bis auf 6 Finger. Wir fangen an mit einer 2-Finger-Blase. Und die verdrehen wir mit sich selber. Eine zweite 2-Finger-Blase. Die verdrehen wir auch mit sich selber. So. Dann machen wir eine 3-Finger-Blase. So, dann machen wir einen 3-Finger-Loop. Das heißt, wir knicken den Ballon hier, messen 3 Finger ab und verdrehen. So, dann machen wir eine 2-Finger-Blase. Verdrehen die Blase. Reißen den Ballon ab. Die Luft, die bleibt jetzt hier erstmal drin. Die verknoten wir später. Jetzt verknoten wir den Ballon wieder. Dann wieder mit einer 2-Finger-Blase. Also wir machen jetzt eigentlich das gleiche, was wir gerade gemacht haben. Für den zweiten Fuß noch eine 2-Finger-Blase. Und wieder so, eine 3-Finger-Blase. 3-Finger-Loop. Und 2-Finger-Blase. Verdrehen. Wenn es zu lang ist, können wir es auch abschneiden. Und verstecken. Fertig sind die Füßchen. Müssen wir den zweiten Fuß noch verknoten, also den ersten. So, fertig sind die Füßchen. Dann machen wir weiter mit der blauen Hose. Da fangen wir an mit einer 3-Finger-Blase. 2-Finger-Blase. Vierfingerblase, aber eine weiche. Drücken so ein bisschen. Vierfingerblase. Nochmal eine weiche Vierfingerblase. So, hier können wir loslassen. Eine 2-Fingerblase. Und eine 3-Fingerblase. Jetzt reißen wir das Ganze ab und verknoten. Hier unten. Hier kommen jetzt unsere Füßchen dran. Einmal fest rumwickeln, dann ist er nachher auch ganz schön dran, der Fuß. So, Fuß Nummer 1. Fuß Nummer 2. Füße. Damit kommen wir zum Oberkörper. Da nehmen wir einen blauen Ballon um ein Ende von 6-7 Fingern. Wir fangen an mit einer 3-Finger-Blase. 2 Finger. Eine 4-Finger-Blase. 2-Finger-Blase. Den Ballon tun wir jetzt weg. Nehmen wir uns noch einen Ballon, den blasen wir genauso weit auf und machen nochmal genau das gleiche. Wir fangen mit einer 3-Finger-Blase an. 2-Finger-Blase. Und verdrehen. Eine 4-Finger-Blase. 2-Finger-Blase. Haben wir hier zwei gleiche Stücke. Machen wir hier weiter mit einer 8-Finger-Blase. So. Wir wickeln sie hier ums Ende mit dem langen Ballon.
hier genau das gleiche, auch eine 8-Fingerblase. Und kommt ins andere Ende. So muss das Ganze aussehen. Von beiden Seiten gleich. Jetzt machen wir eine 5-Fingerblase. Reißen ab und verknoten. So, machen wir noch eine 5-Fingerblase. Abreißen und verknoten. Nehmen wir die beiden Enden und verknoten sie zusammen. Das muss richtig halten. So. Jetzt kommt hier die rote Rose vom Batman hin. Dann nehmen wir jetzt einen roten Ballon. Pumpen ihn nur so ein bisschen auf. Und den wickeln wir jetzt stramm hier drum. So, rot ein paar Mal wickeln. Der muss da dran bleiben. Machen wir eine 3-Fingerblase, eine weiche und verdrehen. Noch eine 3-Fingerblase und wieder verdrehen. Abreißen ihr Biss und zuknüpfen. Jetzt müssen hier unten unsere Beine dran. Jetzt nehmen wir hiervon wieder die Mitte. Und die Beine können wir jetzt hier drum drehen. Schon einen Großteil geschafft. Was jetzt noch fehlt, sind die Hände. Nehmen wir einen hautfarbenen Ballon, haben ein Ende von 8 Fingern. Fangen an mit einer 2-Fingerblase, die jetzt sofort wieder verdreht. Noch eine 2-Fingerblase, verdrehen wir auch wieder. Und eine 4-Fingerblase, noch eine 4-Fingerblase, klappen wir um und verdrehen. Das reißen wir ab. Die Luft sollte auch erstmal hier drin bleiben. Jetzt können wir den Ballon verknoten und dann machen wir die Zweithand genauso. Eine 2-Fingerblase. Verdrehen. Noch eine 2-Fingerblase. Verdrehen wir auf. 4-Fingerblase. 4-Fingerblase. Umklappen und verdrehen. So, jetzt reißen wir ab. Hand Nummer 1. Zwar Knoten. Zweite Hand. Und fertig. So, wir machen jetzt die Hand an den Körper. Dazu wickeln wir einfach den Zipfel um unsere 2 Fingerblasen. Drehen wir
wir noch ein bisschen. Und die erste Hand sitzt. Zweite Hand machen wir genauso dran. Der Arme ein bisschen verändern, wenn wir wollen, oder der Beine. So, jetzt brauchen wir hier noch einen gelben Streifen. Dafür nehmen wir so einen kleinen gelben Ballon, machen eine Dreifingerblase, Zweifingerblase, noch eine Zweifingerblase. Abreißen und wieder verknoten. So, mehr brauchen wir nicht. Das Stück setzen wir jetzt hier rein. Das heißt, die gelbe Nase wickeln wir einmal hier rum. Das Ganze einmal hier rum und auswickeln. So. Jetzt fehlt unserem Superhelden noch der Umhang. Dazu nehmen wir einen langen Ballon. Blasen ihn auf bis auf 4 Finger, messen jetzt 20 Finger ab. 4, 8, 12, 14, 20. Verdrehen. 2 Finger. Dann machen wir 12 Finger. 2 Finger. Verdrehen. Und dann machen wir wieder 20 Finger. Reißen ab, verknoten, das wird jetzt unser Umhang, den wickeln wir einfach einmal um die Schulter, so. Der anderen Seite genauso. Können wir den Umhang, wenn wir wollen, noch leicht legen. Und ganz leicht, beim Bein. So, jetzt habt ihr den ersten Teil von unserem Superhelden geschafft. Den Kopf, den erkläre ich euch im zweiten Teil. Viel Spaß dabei. Tschüss.